Willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Wieso tue ich mir dieses so extrem rollen, genauso wie diese Barriere hier? Aber enough of this shit. Siegel des Lichts kommen wir noch nicht rein. Ja, es ist, glaube ich, ich weiß es gar nicht mal, ob es egal ist, was man macht. Ich persönlich würde gerne mit dem Siegel des Schattens anfangen, weil ich meine, da ist ein Item drin, das wir noch brauchen. Aber an sich ist es egal. Wir gehen erstmal hier rein. Und noch so einer. Du nervst mich ein bisschen. Ja, jetzt nervst du mich erst recht. Aber das wirkt irgendwie so, wie wenn wir... Erstmal das... Und... Wo zur Hölle soll ich hin? Das ist jetzt sehr strange. Ich versuche erstmal den hier auszuschalten, wenn er einmal still bleiben würde. Vielleicht mit Pfeilen? Ich muss echt sagen, ich habe keine Erinnerung mehr an diesen Tempel. Absolut keine mehr, muss ich euch gestehen, leider. Kann es sein, dass man das da in die Luft sprengen kann irgendwie? Ich habe wirklich keine Erinnerung mehr daran. Ich habe den vielleicht einmal gemacht, wenn es hochkommt. Ah ja. Interessant. Und deshalb wird das eigentlich blind. Zumindest diese Parts hier. Ich dachte mir, das kann unmöglich. Aber jetzt können wir darüber. Vielleicht nicht unbedingt so, aber vielleicht reicht es noch. Oh, geil. Wie man jetzt... Na, zu weit! Ich hasse die Hausschuhe. Ich hasse sie einfach. Ne, Moment, das brauche ich. Und lass rübergehen. Ah, was ist da auf dem Boden? Okay, das könnte vielleicht nochmal nützlich werden. Das bräuchte ich vielleicht auch noch. Haha, you die, you die, you die. Bitch! Ja, und keine zwei magischen Dinge auf einmal kann man einsetzen. Okay, ah, das ist... Oh, Gott sei Dank. Vielleicht kann ich sie jetzt endlich mal ausziehen. Aber bis scheint bekomme ich hier mein, nicht mein Item. Finde ich schade. Ja, ich soll vielleicht etwas sparsamer mit meiner Energie umgehen. Okay. Okay, ah, hier entlang. Ich will es töten. Es hat nicht verdient zu leben. Naja, okay, vielleicht doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Look at that. Das hätte ich fast übersehen. Und ich stelle gerade fest, ich soll vielleicht irgendwann mal ein bisschen sparsamer mit meiner Energie umgehen. Also zumindest mit der magischen Energie. Mit der Energie auf jeden Fall. Das würde mich jetzt derbe ärgern. Okay, es gibt doch Schlüssel. Interessant. Es gibt doch Schlüssel. Ich wusste das ganz ehrlich nicht mehr. Und... Die Frage ist jetzt... Oh, ich dachte eben, wie geht die Tür auf? Und dann ist mir ja doch wieder eingefallen, warum ich die Rubine einsammle. Ich bin auch ein bisschen doof, denn ich brauche ja auch magische Energie hierfür, aber logischerweise denkt Zelda daran, dass es so Idioten wie mich gibt.
Ich bin noch am Überlegen. Etwas stimmt hier nicht. Hey, sie hat einen Katana hinten. Das Schattensiegel ist gebrochen. Bitte rette die Prinzessin. Moment, das war's? Okay, gut, immerhin Teleport zurück, auch wenn es ein bisschen grafikglitschig ist. Aber... ein Schlüssel, okay, das... Es ist immerhin wichtig. Der Schlüssel war wichtig, denn... Hier haben wir keinen Schlüssel gebraucht, aber haben trotzdem einen bekommen. Da drüben können wir nichts machen, das weiß ich selber. Persönlich würde ich dann behaupten... Ich suche mal diesen Raum da hinten auf. Denn soviel ich weiß, sind da Feen drin und die könnten wir jetzt ganz ehrlich gebrauchen. Man kann es ein bisschen schon erkennen. An der Farbe. Eben genau diese Feen brauche ich. Auch wenn es jetzt ein bisschen Newbie ist, aber ich gehe auf die Nummer sicher und hole mir eine hier rein. Da wir jetzt zu viel Zeit vergeuden wollen, gehe ich auch wieder direkt raus. Und ich würde sagen, das Wassersiegel könnte jetzt diesmal interessant werden. Zumindest gehen wir da mal rein als nächstes. Oh fuck. Ich dachte, das ist Wassersiegel und jetzt Eissiegel. Oh, da ist ja einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Und da ist noch eine Hand. Was war das eben? Naja, auf jeden Fall brauche ich Feuer. Und ich brauche viel Feuer. Oh, Käfer brauche ich auf keinen Fall mehr welche. So. Erstmal das hier. Die hier raus. Und ich hoffe, er ist dann nicht so dumm und holt sich wieder Käfer. Okay, 50-50%. Da ist schon unser Schlüssel, den wir brauchen. Zumindest, die Stelle, an der wir den Schlüssel brauchen. Wow, gerade sind derbe Frame-Drops. Aber wir haben es schon geschafft. Puh! Warum? Zur Hölle! Tut mir das Zelda an! Aha. STFU. Moment, Feuer und Eis? Beides hier? Naja, mehr kann man jetzt, glaube ich, auch nicht mehr rumrutschen. Also kann ich jetzt auch die hier anziehen. So. An sich dann... Hier muss doch irgendwo etwas zum Ranziehen sein. Geht doch, ich wollte doch auch hinauf. So, wie komme ich an den Kristall da oben? Das ist noch so die Frage. Ah, Gott, dieser Tempel ist so verwirrend. Vielleicht irgendwo hier. Nein. Ihr seid doch so Freaks hier. Ich weiß gar nicht, ob ich da rein kann. Ah ja, ich kann da drin stehen. Ach ja. Kann das sein? Kann es denn wirklich sein, dass ich diese Blöcke hier verschieben muss? Und zwar ganz... der slidet hier vorbei. Boah, Gott, ich hasse diese Schieberätsel. Auf jeden Fall, wenn ich dann hier ran und hier ran schiebe, dann komme ich da rein. Aber wie kann ich ihn da reinschieben? Das ist gerade so mein Problem.
Weil wenn ich den hier gerade einfach nur schiebe, dann geht er da rein. Und dann würde der nächste, würde dann da hinten einfach direkt an die Wand gehen. Das ist eindeutig nicht das, was ich möchte. Denn ich denke, hier geht's ganz tief runter. Ja. Dann ist die... Nee, ich habe gerade keine Ahnung. Beziehungsweise keine andere Idee als das hier. Na. Okay, gut, jetzt weiß ich aber, wie es geht. Ist eigentlich ganz logisch und ist doof, dass ich jetzt da nicht direkt drauf gekommen bin. Und ich hoffe, jetzt sind wieder natürlich alle Gegner da. Jetzt sind natürlich alle Gegner wieder da. Einfach den hier rüberschieben. Und möglichst nicht einfrieren lassen. Auch nicht verbrennen lassen. So, dann den hier rüber. Dann ziehe ich wieder meine tollen Schuhe an. Damit ich die... Ah! Da ist ja noch einer drin. Verdammt! Das ist ja viel verwirrender, als ich dachte. Und da oben ist noch einer, an den ich ran muss. So, dann hier rum. So. Dann auf den hier drauf. Nicht schieben. Auf ihn drauf. Den hier auch noch holen. Ah, nicht sterben. So, und jetzt darfst du schieben. Jetzt darfst du schieben, Link. Habe ich den schon... Nein, 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 nein. Wait, 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 wait. Habe ich den hier da drin schon geholt? Wo ist er? Ah, habe ich doch schon geholt anscheinend. Ich weiß zwar nicht wann, aber ich habe ihn geholt anscheinend. So. Und jetzt kann man es machen. Ich hasse Schieberätsel, ich weiß nicht. Ich bin dafür untalentiert. Genauso wie in den Gameboy-Spielen. Da habe ich die auch nie gekonnt. Ich weiß nicht, ich finde die einfach total verwirrend. Ich kann damit einfach nicht umgehen. So, du bist tot. Und ich stelle gerade fest, dieses Spiel hat mich schon wieder gefickt. Denn ich muss dann nochmal zurück und muss nochmal... Okay, gut. Eis, Wasser. Ich hasse Wasser für immer, für alle Ewigkeit in Zelda. Es ist unmöglich, dass man Wassertempel oder Eistempel oder irgendetwas jemals lieben kann. Es ist unmöglich. In Zelda ist das unmöglich. Denn ich stelle jetzt fest, sobald ich nämlich jetzt dann rausgehe, habe ich wieder kein Feuer mehr und muss wieder rein. Man muss das Ganze einfach noch einmal machen. Nein, die Tür bleibt offen. Geil. Trotzdem bleibt es dabei, dass ich alle Gegner erst wieder töten muss. Ach, shut the fuck up. Da ist wahrscheinlich irgendwo ein Schalter, den ich nicht sehe. Fuck you. Oh. Questmaster, der Master des Limits. Ja, ich weiß, da ist eine Kiste, die muss ich mir irgendwann nochmal holen und bla 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 bla, ihr habt recht. Aber ich bin gerade im Moment zu stur, ich will dieses Siegel noch machen. Hinauf und... Da! Verdammt! Merkt ihr, ich war Synchronsprecher für Link einst. Ich kann zwar nicht, wie er runterfällt, aber das ist jetzt complete useless. Und zwei Blöcke, drei Blöcke auf einmal, irgendwie kommt er von Frames nicht hin. Jo. Wieder unsere schönen Lichtpfeile, die ich bereits ausgerüstet habe und nicht mehr dran gedacht habe. Zack, mach mal diesen Plüschballen, whatever it is. Mach mal hier platt. Ah, boops.
Das Wassersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Liebster. Du weißt schon, dass die eigentlich fremdgehen will. Naja, whatever. Sie interessiert es nicht. Ich frage mich, wann ich mein Item endlich bekomme. Denn der Teufelsturm ist ein Tempel wie jeder andere und man kann tatsächlich ein Item hier drin bekommen. So, als nächstes würde ich sagen, widmen wir uns dann dem Siegel des Lichts. Kennen wir noch nicht. Feuer können wir auch noch nicht. Was können wir denn? Dann können wir vielleicht das Gerudersiegel machen. Also das Siegel der Geister. Dann hier ist ein blöder Stein davor, da können wir noch nicht rein. Dafür brauchen wir das Mega-Item. Das heißt, wir müssen hier rein. Ach, und das Siegel des Waldes können wir auch noch machen. Ich mag den Raum jetzt schon nicht. Und ich frage mich gerade, warum habe ich noch diese Schuhe an? Geh kaputt. Wisst ihr was? Ich habe jetzt gerade einfach voll Bock drauf. Na, das war's. Okay. Ach, komm runter. Ich brauche schnellere Pfeile. Ach, jetzt? Alter. Wie mich eine Fledermaus aufregt. Und schätzungsweise ist... ist da etwas? Willst du mich wieder verarschen? Oh. Hallo? Hallo? Okay, gut, ich will jetzt nicht gegen einen Eisenprinzen sterben. Sag mal, früher habe ich den doch auch einfacher gemacht irgendwie. So, und jetzt? Oh, fuck! Ich bin so dumm. Ich weiß, was ich machen muss. Wisst ihr es auch? Ich hoffe es. Dann seid nicht noch einmal so dumm wie ich. Wir lassen nämlich unseren Eisenprinzen in Rage fallen. Das habe ich nämlich ganz vergessen, was ich eigentlich mit dem vorhatte. Okay, cool. Ja, mach das kaputt. Danke. Komm schon. Hä? I don't get it. So, jetzt zeige ich dir mal, was Rage ist. So. Okay, gut. Das auf jeden Fall aktivieren. Dafür haben wir ihn gebraucht. Oh, Mann. Auch logisch, beziehungsweise auch genial, dass man einen Gegner benutzt, um in einem Raum weiterzukommen. So. Don't kidding me. Okay. Aber trotzdem würde ich sagen, wir beenden diesen Part und machen das nächste Mal mit dem Geistersiegel weiter in The Legend of Zelda: Ocarina of Time Master Quest.